Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part von Minecraft mit BlueCube. Oh, ihr werdet mich einfach nicht los. So, und die beiden letzten Frage waren die Stingeln bei. Was war die krasseste Beleidigung, die du deine Mutter gestellt hast? Ich glaube, das war damals im Alter von 6 Jahren zu meiner Mutter. Ey, Hure, bring mir was zu essen. Oh. Ja, mit 6 Jahren wusste ich nicht, was es heißt, und im Kindergarten wurde es sehr oft gesagt. Und ich wusste halt nicht, was es heißt. Und ja, eines Tages habe ich das mal gesagt und da kam eine Mutter. Eugen! Also mein Vater heißt Eugen. Hast du gehört, was deine Tochter zu mir sagt? Und da habe ich schon gehört, war das jetzt schlimm? Das Einzige, was ich noch gehört habe, ist so. Mein Vater hat mir eine Ohrfeige verpasst. Das sagt mir doch nicht zu deiner Mutter! Ich so, Papa, was heißt das überhaupt? Warum sagst du es, wenn du nicht weißt, was das heißt? Ja, weil es die Freunde alles meine Klasse sagen. Du hast blöde Freunde, ja Mama. Ja, Papa, ich hab's gehört, ich hab's gespürt. Papa, tut mir leid. Ja, das war mein Kind, meine Kindheit. Und ja. Übrigens, nur mal kurz zur Info, ne? Ich bin ja die ganze Zeit in meinem Haus drin. Ja. Und der Burning ist jetzt in den letzten paar Sekunden, ich glaube, 5-mal gestorben. Geil, wie viele Tote hat er? 10. Also nur als Info jetzt ganz, er ist Admin und ab und zu sind wir halt auf dem Server und überwachen, was die da machen. Ja. Mehr machen wir nicht, also er läuft jetzt nicht durch und ich muss hier bauen oder wir sind halt Admins und achten halt auf den Server, weil wir haben einiges mitbekommen und wir wollen, dass die Entchen die Regeln halten, sich zumindest manche. Okay, deswegen bleibe ich hier schön im Haus und guck mir an, was die ganze Zeit schreiben, was sie tun und was sie machen. Richtig. Gute Kontrolle. Wir waren bei Frage... 12. Okay. Was war das krasseste Beleidigung, die du zu deiner Freundin gesagt hast? Zu einer Freundin von dir gesagt hast? Jetzt Freundin von Freundin oder Freundin zusammen Freundin jetzt? Jetzt Freundin, da steht einfach Freundin. Ich glaube, das ist beides gemeint. Also zu meiner besten... Ich sag einfach mal beides. Also zu meiner besten Freundin hab ich mal gesagt, dass es eine verdammte Hure ist. Weil... Epic. den Typen, den sie kennengelernt hat, den kannte ich noch von damals, von den ganzen Asi-Freunden von mir damals. Oh. Und ich wusste einfach, dass der die einfach noch poppen will. Und da ich das ja wusste, habe ich versucht natürlich mit der zu reden. Aber wenn Frauen sich was in den Kopf gesetzt haben... Kriegst du schwer raus, ja, leider Gottes. Ja. Ey, ich bin eine Frau, ich kann das selbst bestätigen, Punkt, okay? Punkt, Punkt, mach was du willst, kannst du schon mal meine 4 Buchstaben küssen. Okay, komm, jetzt dreh dich um. ja. Ja, das war meine beste Freundin und zu meiner Ex. Die hat mich so genervt. Ich hab das immer gehasst, und war, die zieht sich überall aus. Also das heißt, die geht nicht irgendwie zum Kleiderschrank, zieht die Sachen aus, legt sie da rein. Nein, sie zieht die Jacke aus, wirft sie über die Couch, zieht den Pulli aus und wirft sie übers Bett. Ich hatte immer Klamotten. Okay. Ich bin mal von der Montage gekommen und war wieso schon tierisch genervt wegen 5 Stunden Autofahrt und immer Überstunden gemacht und alles. Dann habe ich das gesehen, da bin ich leider ein bisschen böse geworden. Ein bisschen, und habe natürlich gesagt, die soll sich verpissen, der Maurer hat ein scheiß Loch in der Wand gelassen, die soll nach Hause gehen. Ey, das Beste. Nee, Schatz, ich liebe dich, ich hab dich so lieb, sondern Schatz, verpiss dich. Ja, so. Das war bei mir das. Gut, Frage 14. Hast du schon jemand geküsst, der fett war? Das ist eigentlich voll die dumme Frage, ey. Alter, das ist... Und wenn, was passiert dann? Bin ich jetzt schwul? Alter. Fett, also es ist... Jeder definiert fett als was anderes. Eine Frau sagt extrem, ich bin fett, weil sie nur ein Fettpolsterchen hat. Und ich meine wortwörtlich Fettpolsterchen. Ja, sagen wir mal fett von leicht übergewichtig. What, sagen wir einfach mal so. Hallo Creeper, 2 Stück sogar. Will ich noch zu denen... Ey, ich habe keinen Schaden gekriegt.
Obwohl die explodiert sind. Zwei Stück. Neben mir. Oh, ich habe übrigens nicht den Timer gestellt. Scheiß drauf. Okay, Frage. Wo war ich stehen geblieben? Sorry. 14. Du bist jetzt 15. Okay. Yay! Hier ist noch ein Creeper. Komm runter. Ah, okay. Warte, ich muss kurz darauf achten, dass ich nicht ständig sterbe. Dann, Frage 15 hast du gesagt. Yes. Hast du schon mal jemanden geküsst, der gar nicht attraktiv war? Ja, zu oft. Oh, ich mag dich aber nicht, aber... ja, das ist, ja, wie soll man das sagen? Viel Spaß haben. Hey, ich will doch nur spielen. Genau. Ich will doch nur spielen, Chantal. Chantal, bleib stehen, ich will nur spielen. Wie mir am Glied bis zum Tod. Und da ist der Burning wieder gestorben. Alter. So. Sache, ich hab bis jetzt hier noch gesehen, der holt sogar den Timo ein. Boah, der Freddy auch. Die haben jetzt beide. Der Burning und der Freddy, beide jetzt 10. Alter, als wir vorhin drauf waren, ich habe übrigens 7 Tode. Und er hat, also hier, ja, die Cube, der hat gerade mal 6 Tode. Und ich habe mich doch darüber lustig gemacht, wie, schau dir mal die Liste an, da stand 7 für mich, 6 für Blue Cube, 7 für Burning und 6 für, wie heißt nochmal, FFF? Freddy. Also war es eigentlich 2x7, 2x6. Das ist richtig schön aufgeteilt. Ich habe mich voll drüber lustig gemacht. Jetzt das, ganz ehrlich. Ach übrigens, Timo wurde schon überholt. Echt? Ja, von Whitey. Okay. Timo hat 16 Tode und Whitey hat, glaube ich, 19. Das nennt man schon wow. Bist aber gestorben, wow, ja. Das also. Ist schon extrem. Ja. Okay, ich bin dran, oder? Nee. Doch, du bist dran. Attraktiv. Was hast du zu mir gestellt? Ah, nee, ich bin dran. Ich bin dran. Das war ja mit dem... hast du schon mal über jemanden gelästert und der hat es dann mitbekommen? Ja. Ich habe sogar mit ihm über ihn gelästert. Bis er dann gesagt hat, ey, aber dir ist schon klar, dass du gerade mit mir persönlich redest. Ach schön, da muss ich dir ja nicht persönlich sagen. Ja. Ja, das kenne ich. Ja, weil manche, da denkst du die echte, schaust du dir ins Gesicht und denkst dir, ey, bitte, welche Eltern hat so ein Kind auf die Welt gebracht? Sorry, ey, das ist jetzt nicht so böse, ist nicht genauso böse denken, aber... Aber ganz ehrlich, bei manchen Menschen denkst du dir echt... Bitte, wo ist dein verschissenes, behindertes, verficktes Hirn? Ich muss das jetzt auspiepen. Scheiße. Ne, aber ernsthaft, bei mir nix echt, das ist nur ein Scheiß, was da oben drin ist. Also ja, es ist mir öfters passiert. Und ich glaube dir auch, oder? Ja. Könnte man so meinen. Okay, auf jeden Fall, Soll ich mal die Löcher zu machen? Zack, 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 zack. Oh, ein Zombie. Hallo, Mr. Zombie. Tschüss, Mr. Zombie. So. Zack. Die Schiene nehme ich auch noch alle mit. So, behaupt nicht, verschwinde hier was. Verschwindibus. Kennst du das? Standard, Junge. So, du bist weiter, ne? Ja, ich bin aber gerade beschäftigt, weil ich mich verrecken will. Achso. Alter!
Noch einmal. Nochmal. So, jetzt ist er tot. Kann ich bitte hier rein? Danke, danke, danke. Sehr nett von euch. So. Okay. Mit dem. Okay, jetzt leuchte ich mal hier alles aus. Zack. Ist es ein Creeper? Hier ist nur ein Zombie. Okay, da ist noch ein Zombie. Okay. Sorry, kannst du aber gerade die Frage vorlesen? Ich bin gerade in einer Höhle mit ganz vielen Creepern und so. Findest du deinen Lehrer heiß? Du hast keinen Lehrer mehr. Wollte ich gerade sagen, die Frage ist für mich beschissen. Dann stell ich dir die. Ist dein Lehrer heiß? Kann davon welchen ist. Es gibt ganz viele Lehrer. Sportlehrer zum Beispiel? Die sind aber eigentlich immer okay aus. Welche? Sportlehrer. Sportlehrer? Das Problem ist, ich habe keinen Sportlehrer. Okay, dann ist die Frage auch für dich eigentlich scheiße. Also ich habe einen Lehrer, der süß aussieht, aber er ist... vergeben. Erzähl mehr. Er ist vergeben. Er ist süße 26 und er ist süße 26 und ist Arzt. Okay. Meine Mutter meinte nur zu mir, ey Jenny, Finger weg! So, warum? Der ist alt! Ich sag mal, alles was unter 30 ist, ist richtig süß. Ey, willst du mir halt einen Mann anschleppen oder was ist dein Problem? So, alles gar nicht. Ich gehe ja schon wieder. Schön, dass wir darüber geredet haben. Naja, okay, die nächste Frage. Eigentlich kannst du mir alle Fragen mir stellen. Übrigens, ich mache, glaube ich, eine Aufnahmepause. Bis dahin, ciao.